Na? Hm? Jetzt muss die Grube getarnt werden. Ich hol das Gerät, ich bin gleich wieder zurück. Ja. Was soll er denn hier? War es doch wirklich Sam? Ja, ich weiß doch, wie dieser Tölpel aussieht. Die Tür ist auf. Kommen Sie. Halt! Das ist eine Falle. Okay, ich gehe allein. Ja. Schuhe. Sie gehören Sam. Was? Entsetzlich. Warum hat er ihn nur umgebracht? Warum? Warum? Psst, psst, psst. Was tun Sie denn hier im Schrank? Kommen Sie da raus! Schonen Sie mich. Wollten Sie das stehlen? Nein. Haben Sie dort etwas angefasst? Nein. Antworten Sie! Was wollen Sie hier? Sam. Sam? Sie sind Wally. Sie kommen zu der Tonaufnahme. Da kommen Sie, ich hole Ihnen einen Hocker. So, der Mut hat Sie verlassen, nicht wahr? Macht nichts, der kommt schon wieder. Es tut ja nicht weh. Zuvor möchte ich mir ein paar Einzelheiten notieren. Wie heißen Sie? Cat Weasel. Aha. Wally Cat Weasel. Wie alt sind Sie? Haben Sie vergessen, wie? Aber das schadet ja nichts. Erzählen Sie alles, was Sie über sich wissen. Stellen Sie sich vor, das Mikro wäre nicht da. Nein, es weiß doch nicht. Sie wollen mich umbringen. Nein, das will ich nicht. Was ist denn nur, lieber Freund? Ich möchte Ihre Worte festhalten. Verstehen Sie das denn nicht? Sie sollen für die Nachwelt erhalten werden. Sie gehören einer Zeit an, die es nicht mehr gibt. Ja, die ist schon lange vorbei. Sehr lange. So ist es fein. Hören Sie, ich möchte, dass Sie mich in die Vergangenheit versetzen. Ach, Meister, das wird uns nicht gelingen. In die Vergangenheit. Dahin möchte ich auch zurück. Hat er Telefon, Bob? Aha. Kann man nichts machen. Die Adresse? Eine Sekunde, bitte. Warte, jetzt.
Und die Straße? Rabbit Lane 18. Warte mal, ist das nicht eine Seitenstraße von der Bridge Street? Gut. Ja, vielen Dank, danke sehr. Sonst noch jemand? Daddy! Dad! Ich telefoniere! Daddy! Augenblick mal, was gibt's? Sam ist ermordet worden. Was? Da! Ach was, du spinnst ja. Ich habe die Schuhe gefunden, das sind seine. Hör auf, mich zu stören. Sie haben ihn ermordet. Halt den Mund, ich bitte um Verzeihung. Was hast du gesagt? Du musst es mir glauben, Daddy. Bitte, Harold. Sam ist erschlagen worden. Ich rufe später an. Das sage ich dir, Harold. Seine Schuhe, ermordet. Ich habe sie gefunden, in einem Wohnwagen. Wohnwagen? Du musst die Polizei anrufen. Immer mit der Ruhe, nicht so aufgeregt. Aber beruhige dich erst die Polizei. Mal ganz ruhig. Aber Daddy, setz dich hin. So, und erzähle mir die ganze Geschichte, was sich zugetragen hat, von Anfang an. Dort ist dein Wohnwagen. Wo? Draußen. Draußen, wo der Wald anfängt. Ich kam vorbei und fand die Schuhe. Die gehören Sam. Er ist ermordet worden. Und dann hat der Mann die Leiche vergraben. Welcher Mann? Er muss wohl ein Spion sein. Im Wagen ist ein Bandspieler und so weiter. Und eine Landkarte mit Markierung hängt an der Wand. Sam hat den Spion entdeckt und ist von uns weggegangen, um ihn zu entlarven. Und ist geschnappt worden. Ist der Krimi damit nun zu Ende? Ja, Daddy. Aha. Du glaubst mir nicht, wie? Ach, das will ich nicht sagen. Ich finde nur, wir sollten, bevor wir die Polizei rufen, erst mal selbst nachsehen, was da los ist. Unbefugtes Betreten ist es auf jeden Fall, wenn nicht mehr. Harold, du bleibst hier. Das ist ein Befehl. Bei der Aufnahme und Wiedergabe läuft das Band am Kopf vorbei. Man kann das dann auch wieder löschen. Wenn die Aufnahme... Sie löschen mich aus? Ich verstehe Sie nicht. Was regt Sie denn so auf? Sie wollen mich. Nun fangen wir an. Löschen Sie mich bitte nicht aus. Aber warum denn nicht? Hallo? Hallo! Oh, ja. Entsetzlich. Er ist es. Ja, Herr des Himmels, setzen Sie sich endlich hin, damit ich Sie aufnehmen kann. Sind Sie wahnsinnig? Hören Sie auf! Hören Sie doch auf! Um Gottes Willen! Oh, nichts wie weg hier. Entsetzlich. Bleiben Sie stehen. Halt. Oh, meine Aufnahme. Nun, Harold? Bist du es? Natürlich bin ich es. Du bist kein Geist? Lass doch den Quatsch. Du bist nicht tot. Ich? Ach so. Du warst im Wohnwagen. Harold, ob dein Vater mich wieder einstellt? Natürlich tut er das. Wo ist er? Ach du Himmel. Hören Sie, sind Sie auch eine Frage? Rudyards Verrückten? Einer hat mir gerade gereicht.
Was soll das heißen? Ach, das konnte ja nicht klappen. Das habe ich vorher gewusst. Wieder mal ein Misserfolg. Aber daraus muss man lernen. Also, auf geht's. Ach, Kühlwalde. Beinahe wäre ich weg gewesen. Auslöschen wollte er mich. Aber ich habe dich ja noch, verrückter Sam. Ich befehle dir. Sprich. Was hat er noch gesagt? Am Kopf vorbei. So war's. Fang an. Ich höre nichts. Wieder nichts. Nichts klappt. Nichts. Kühlwalde.